Der Auftrag, den heute das Departement für Erziehung und Kultur der Thurgauer Volksschule übergeben hat, ist klar. Die Umsetzung des Lehrplans Volksschule Thurgau, besser bekannt unter dem Namen Lehrplan 21. Departementsvorsteherin Monika Knill zeigt sich erleichtert, dass es jetzt nach intensiver Vorbereitungsphase endlich soweit ist. Ich glaube, das ist selbstverständlich eine Erleichterung. Ich glaube eigentlich auch für alle, weil bis jetzt hat man noch nicht so recht gewusst, dafür Rahmenbedingungen, wie sieht das aus, und jetzt ist so quasi der Startschuss erfolgt. Mit diesem Startschuss hat der Kanton die Verantwortung zur Umsetzung des neuen Lehrplans offiziell den Schulgemeinden übergeben. Die haben jetzt bis im August 2017 Zeit, um ihr Personal zu schulen und auf den neuen Lehrplan vorzubereiten. Obwohl nicht alle mit dem neuen Lehrplan glücklich sind, zeigt man sich zuversichtlich, diese Aufgabe zu meistern. Wir sind sehr zuversichtlich, wir sind auch sehr motiviert, dass wir den Lehrplan Volksschule Thurgau einführen können. Und ja, wir sind bereit und schauen dann, dass dann auch die Lehrpersonen bereit sind, wenn es dann auch in der Schule losgeht, im 2017. Es ist ein langer Prozess, bis die Schulen dann endgültig nach der Richtlinie vom Lehrplan 21 unterrichtet. Überraschend muss Schulpersonal in diesem Prozess aber nicht umgeschult werden. Man muss sie nur bereit machen für den Lehrplan 21. Man muss den Lehrplan 21, der dem neuen Lehrplan der Thurgauer Volksschule zugrunde liegt, den muss man verstehen, was er meint. Und das Gute an diesem Lehrplan ist, man sieht vom Kinski bis zur 9. Klasse, sieht man eben, was sind Vorgängerkompetenzen, zu was es am Schluss führt. Einziger Wehmutstropfen, während man sich auf der einen Seite auf den neuen Lehrplan freut, ist auf der anderen Seite eine Initiative im Gang, die die Abschaffung des Lehrplans 21 fordert. Wir sind trotzdem überzeugt, dass wir jetzt nicht den ganzen Prozess bremsen können. Wir haben jetzt eine gültige Rechtsgrundlage und bis die allfällig einmal anders ist, arbeiten wir weiter. Und so rollt die Maschinerie Lehrplan 21 trotz Entgleisungsgefahr weiter Richtung Ziel.